Jesus erklärt, ein Megatsunami und die Warnung. Verlasst sofort Kalifornien und alle Küstenlinien von Amerika. 6. Oktober 2022. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann: Möge der Herr uns in seinem vollkommenen Willen bewahren, Herzbewohner. Amen. Heute erhielt ein Führer in der Gemeinschaft eine Botschaft, die von der Warnung und einem Megatsunami sprach. Herr, ich erinnere mich an den Traum, den Ezekiel hatte, in dem die Meerestiere aus dem Ozean durch die Luft flogen und auf den Straßen landeten. Eine Krake, die auf einer Zapfsäule landete. Stachelrochen, die durch die Luft flogen und auf den Windschutzscheiben der Menschen landeten. Und Fische und Meerestiere aller Art, die aus dem Ozean auf das Land geworfen wurden. Und nachdem dieser Megatsunami erwähnt wurde, war dies das Erste, was mir in den Sinn kam. Herr, handelte dieser Traum von diesem Megatsunami? Jesus begann: Ja, so ist es. Und deshalb habe ich es dir in Erinnerung gerufen. Als sie davon sprach, und es wird sehr bald kommen. Viele haben den Wegzug aus Kalifornien hinausgeschoben, obwohl ich sie oft dazu gedrängt habe. Diejenigen, die nicht reagiert und sich mir widersetzt haben, werden umkommen. Dies ist nicht mein Wille, aber weil sie den Aufforderungen, die ich ihnen gab, nicht zugehört. Und auch die Aufforderungen ihrer Engel und andere Zeichen nicht beachtet haben, die ich ihnen sandte, werden sie umkommen. Ich möchte nicht, dass dies geschieht, deshalb werden die Gase am Meeresboden freigesetzt und die austretenden Gase entlang der ganzen Küste waren eine ausreichende Warnung, sich zu entfernen. Und die Tiefseekreatur, die an den Strand gespült wurde, war auch eine Warnung, denn sie wurde durch die Gase unterhalb des Ozeans vergiftet. Zu jenen von euch, die mir widerstanden haben, sage ich: Ich liebe euch und sorge mich sehr um euer Wohlergehen, aber ohne Gehorsam kann ich euch nicht retten. Für euch wird es zu spät sein. Wenn es soweit ist, wisst ohne jeden Zweifel, dass ich euch liebe und nicht wollte, dass ihr dieses Schicksal erleidet. Also bitte, gebt nicht mir die Schuld. Ich habe euch viele Warnungen gegeben. Die Ostküste wird ebenfalls von diesen Veränderungen verwüstet werden und jeder Ort entlang der Küstenlinie Amerikas wird sie erleben. Meine Leute, entfernt euch von der Küste, denn der Meeresspiegel wird sich verändern. Geht auf höheres Gelände und entfernt euch von den Verwerfungslinien, die so instabil sind. Eine bedeutende geologische Veränderung kommt sehr bald. Ihr habt genug Zeit, umzuziehen, aber nur sehr wenig darüber hinaus. Meine Leute, versteht, dass die Erde auf die Verderbnis des Menschen reagiert, die alles übertrifft, was in der Geschichte dieses Planeten je bekannt war. Satan hat sich gegen mich gestellt und seinen ganzen Zorn in einem letzten Versuch entladen, mich zu verletzen. Ich liebte Luzifer, der zu Satan wurde, und gab ihm die höchste Ehre, um mir zu dienen. Aber das war ihm nicht genug. Er wollte alles. Er wollte mich entthronen und die Anbetung für sich selbst in Anspruch nehmen. Was für eine schreckliche Schande, dass er dies über sich selbst gebracht hat. Ein Feind Gottes zu werden, bedeutet für jene Seele die garantierte Zerstörung, ob sie nun menschlicher oder engelhafter Herkunft ist. Nach diesen Ereignissen wird es viel Trauer und Reue geben.
eine massive Zerstörung Amerikas und eine Einladung für eure Feinde zu kommen und eure Nation zu plündern und Land für sich zu beanspruchen. Eingriffe werden kommen, sofern ihr betet und fastet, was eure Gebete effektiver macht. Betet für die Unerlösten, die noch nicht bereit sind zu sterben. Dazu gehören auch diejenigen, die in Sünde leben und für böse Regierungen arbeiten, während sie in eurem Land leben, aber dessen Zerstörung planen. Herr, bitte sage uns, was es mit der Warnung auf sich hat. Es wird ein totaler Schock sein, ohne jede Vorwarnung. Ja, die Fußballsaison ist ein Hinweis auf den Zeitpunkt, an dem es höchstwahrscheinlich geschehen wird. Alles, was sich bewegt, wird zu einem völligen Stillstand kommen. Die Menschen werden sich entweder am Rande des Himmels oder am Rande der Hölle wiederfinden. Ja, es wird ihnen gezeigt werden, wohin sie jetzt gehen. Ihr Leben wird vor ihnen vorbeiziehen, sowohl die guten als auch die schlechten Taten, die sie getan haben, und diejenigen, die nicht gestanden und vergeben wurden. Meine Taube, du wirst die Dinge sehen, die mir in deinem Leben missfallen, und du wirst die Gnade erhalten, sie in der dir verbleibenden Zeit zu ändern. Verschwende diese Gnaden nicht, Geliebte, denn sie werden nicht in der gleichen Stärke wiedergegeben. Achte darauf, dass du dich nicht von Dingen ablenken lässt, die andere betreffen. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die du ändern musst, und fang sofort an, diese Änderungen vorzunehmen. Satan wird versuchen, diese Überzeugungen herunterzuspielen und sie aus euren Köpfen zu entfernen, mit der Begründung, sie seien einfach zu extrem und niemand könne so rein sein. Lasst nicht zu, dass diese Lügen meine Wahrheit verdrängen. Schiebt eure Bekehrung nicht auf. Viele von euch werden keine Zeit haben, bei der Buße und Umkehr faul zu sein. Je mehr ihr es aufschiebt, desto geringer sind eure Chancen, dass euch vergeben wird, und desto größer sind eure Chancen, in der Hölle oder in den Feuern der Läuterung zu landen. Einige werden nicht ertragen können, was aus ihnen geworden ist, und Selbstmord begehen. Bitte haltet sie davon ab, indem ihr von meiner Barmherzigkeit sprecht und davon, dass ich sie reinwaschen und ihnen einen Neuanfang geben kann. Es wird Gruppen von liberalen Christen geben, die ihre Sünden verharmlosen werden, als ob sie keine Sünden wären. Das Gewissen des modernen Menschen ist so verhärtet, dass er auf sündige Gedanken und Taten nicht mehr angemessen reagiert. Aber ich versichere euch, meine Maßstäbe haben sich nicht geändert, und egal wie schwer es sein wird, schließt euch nicht der Gruppe an, die starrköpfig war und keine Korrektur annehmen wollte, indem sie versuchten, die Sünden zu verharmlosen, um weiterhin sündigen zu können. Die Dinge werden in rascher Abfolge geschehen, aber mit genügend Zeit, damit alle entscheiden können, wie sie darauf reagieren werden. Betet, dass sie glauben und sich für mich entscheiden.